Hallo ihr lustigen Menschen da draußen, ich begrüße euch hier wieder mal zu Black Arts im DSA-Universum. Sie ruft die Geister der Ahnen. Ist das, ich meine, ist das klug? Bei? Ko? Wir sollen die Wurzel essen. Ko? Naja, schlimmer als Schreckkatzenfleisch kann es nicht sein. Ko, ja. Falls ihr euch wundert, ich war gerade eben eine Runde in Mengenbilar, um unsere Proviant-Vorräte wieder aufzufrischen und die Helden ein bisschen schlafen zu lassen. Das geht ja zum Glück, wir gehen nochmal 200 Kilometer irgendwo anders hin und schlafen eine Runde drüber. Ja, ist nicht ganz realistisch, aber ich bin froh, dass es ging. Denn wir hatten kein Proviant mehr, um uns quasi auszuruhen. Jetzt habe ich 15 Stück gekauft und das sollte passen. Huchab Chatanwan, Pomopaka Huhuwa. Ho, Panka, Yonahona, Panka, Huhuwa. Der Weg in die Höhle führt durch den Bleichen See. Durch den... Heißt das, wir müssen tauchen? Zwerge mögen kein Wasser, weil mit kurzen Armen und Beinen erstens schwimmt sich's relativ schlecht und das Schwimmen wird umso schlechter, wenn man die ganze Zeit Kettenhemd trägt. Und Zwerge, wie ihr höchstwahrscheinlich wisst als DSA-Spezialisten, ja, tragen in der Regel, also zumindest die Amboss-Zwerge, in der Regel immer Kettenhemden. Und ich habe auch schon mal ein Kettenhemd getragen. Ihr könnt mir glauben, ein Schwimm verdammt schlecht darin. Also ich habe es nicht ausprobiert, aber ich kann mir es vorstellen. Gehen wir. Gut, dann hier zum Bleichen See. Willst du wirklich fortfahren? Sobald du das ewige Tal betrittst, kannst du nicht mehr zurückkehren. Ja, ich will da rein. Ich will nie wieder zurückkehren in dieses gottverlassene Land. Der Bleiche See. Na schön. Wer taucht zuerst? Warte. Du bist der Einzige, der das Bannwort kennt. Das ist vermutlich auch besser so. Was, wenn du stirbst? Richtig. Dann ist alles verloren. Du solltest das Wort mit uns teilen. Wenigstens mit einem von uns. Einem, dem du vertraust. Ich werde Takate das Bannwort geben. Weil, dass Naurim im Knast ist, ist von Anfang an kurios. Ich mag Naurim zwar, aber ich könnte mir vorstellen, dass Naurim uns in den Rücken fällt. Zoberan halte ich für... Es ist unwahrscheinlich, dass er der Verräter ist, aber ich mach's trotzdem nicht. Takate ist der Charakter, der mit der gesamten Geschichte am allerwenigsten, also mit unserer Vorgeschichte, nichts zu tun hat. Und, deswegen ist es am unwahrscheinlichsten, dass der uns verraten könnte. Deswegen gebe ich Takate das Bannwort. Und bei Aurelia wissen wir ja, dass wir da nicht hundertprozentig vertrauen können. Deswegen nehme ich Takate. Na schön. Wenn einer etwas für sich behalten kann, dann Takate. Dem entlaufenen Sklaven? Skurril. Nein, logisch. Einfach nur logisch. Höhle, Höhle, Höhle. Okay, alles Höhle. Wir gehen erstmal. Wir laufen jetzt einfach so Stück für Stück die Höhle ab. Das werden 12 Millionen Kämpfe sein. Und? Ach ja, immerhin mal nur so Skelette. Die halten ja zum Glück nicht viel aus. Ah, dafür sind es aber auch ganz schön viele. Sie können auch hinfallen. Das ist diese unfreiwillige Komik. Es ist doch nicht zu fassen, diese Viecher sind doch einfach nur selten blöde. Ach ja, komm. Hau weg, das Vieh. Ach, die werden da hinten schon wieder aufstehen. Ich ahne es wegen diesem komischen... Ach ja, großartig. Das heißt, wir müssen da jemand hinschicken. Wer ist der Nächste? Sehr schön. Wir werden da jemand hinschicken müssen, sonst stehen die Skelette garantiert immer wieder auf. Und wahrscheinlich nicht nur die Skelette. Wobei, die Frage ist, kann ich da hinzaubern? Nein, kann ich nicht. Gut, das heißt, ich könnte aber theoretisch Torgal ein bisschen schneller machen. Weil dann kommt er da hinten auch ganz, ganz schnell hin. Und das will ich erreichen. Dip, dip, di, di, dip, dip, di, di. Wie er gefuselt ist. Gefällt mir. Du bekommst hier einen kleinen... Na, ne? Ich will... Neidlich. Einen Duplikatus. Ja, ja, da steht das hier auch schon wieder, wie ich es geahnt habe.
Nichts kann mich überraschen in diesem Spiel. Nicht mal mehr die dritte oder vierte oder 15. Illibar-Lilie. Und wieder liegt ein Skelett. So, Takate, komm mal hierher zurück. Das Vieh will hier unbedingt gepiesackt werden. Ah, oder auch nicht. In letzter Sekunde hat es Einspruch. Das ist doch... Entschuldigung, ich bin so einfach nur der Hammer. Apropos Hammer. Hammerschlag. Was? Einen hat er noch! Einen! Ach ja, egal. Komm. Weg mit. Zack. Oh, das gab Lebenspunkte für uns zurück. Das hatte ich jetzt irgendwie nicht erwartet. So, einen winzig kleinen Ignifaxius. Man gönnt sich ja sonst nichts. Wie sie alle wieder aufstehen, nachdem sie sich hingelegt haben. Okay, du da hinten. Edith. Naja, er steht noch, aber was soll's. Autsch. So, Takate. Ist da irgendjemand? Ja. Dann mach halt den hier alle. Ich hab gerade eben geguckt, ob da irgendwo noch ein Skelett in der Nähe ist, aber... leider nicht. So, 27, Hammerschlag. So, Torgelchen. Blitz, 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 Blitz. Und... Wuchtischlag. Was? Nur 12? Lächerlich. Gut. Das heißt, du machst jetzt erstmal den hier weg. Das war jetzt irgendwie technischer Overkill. Dass die auch immer vergiften müssen. Nervt total. So. Die Fernkämpfer machen die Fernkämpfer weg. Genau. Nehmen wir mal einen größeren. Na also. Dass dieses Geschieße hier mal aufhört. Muss doch niemand haben. War da nicht irgendwo einer, der schon angeschlagen war? Anscheinend ist der schon weg. So. Na. Hätte ich einen Wuchtschlag gemacht. Aber ich war ja mal wieder geizig. Dachte, hey, das kriegt er schon hin, der Torgal, ne? Es ist ja mein Torgal. So viel zum Thema Torgal. Ach, wisst ihr was? Das Vieh da hinten hat ausgedient. Weg mit dir! Torgal wird hier gebraucht. Top, 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 top. Und. Sonderelemente. Ist ja irgendwie niedlich auf der ersten Stufe, aber auch nicht mehr. So, dann kommt jetzt der da dran. 45% nur. Da fühle ich mich ja geradezu betrogen. So, Zobi. Ach, ich vergaß, dass da. Eine Rutschbahn liegt. Herrlich. Zap, 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 zap. Dililililit. Oh ja, einen kleinen Fulm. Das Wichtige ist ja, dass jetzt unsere Magier quasi eigentlich immer so einen kleinen Zauber sprechen können. Das finde ich persönlich das Wichtigste, dadurch, dass sie jetzt eine ordentliche Regeneration haben. Wer ist jetzt der mit den... Der ist der mit den wenigen Lebenspunkten. Gut. Pixorama. Oh nein, ich werde ihn mit einem Wuchtschlag zuschlagen. Denn es hat gerade eben schon mal nicht geklappt, ihn nicht zu machen. So, komm, jetzt hauen wir einfach mal alle eine Runde überall drauf. Komm, versuch's, versuch's, versuch's und... geschafft. Höhle Nummer 1. Geklärt. Wieder 100 AP. Am Ende kriegt man so viele Punkte. Ich könnte eigentlich schon wieder, was heißt ich könnte? Ich mache es. Schon wieder Punkte verteilen. Talente. Selbstbeherrschung. Ach nee, der bekommt erstmal Körperbeherrschung.
Und danach geben wir jetzt nochmal da einen Punkt drauf. Zobran und die kümmern wir uns gleich. 1, 2, 3, 4, 5. Passt schon. Und bei dir genau das gleiche. Zack, einen hier drauf. Wie war das nochmal bei den Grundwerten? Nee, stimmt, bei Torgal hatten wir gesagt, bringt es nichts mehr. Ja, dann einfach alles hier drauf. So, so. Zauber. Duplikatus, Doppelbild. Nochmal erhöhen. Ne, jetzt kommt der Sensataco. Jetzt hau ich da die Punkte einfach mal drauf. So, Ende Gelände, aus die Maus. Und bei dir, den Duplikatus wollten wir auf 18 bringen. Ja, dann haben wir das ja auch erledigt. Fertsch. Zur nächsten Höhle. Guckida, guckida. Ach Gott, schon wieder diese Ekelspinnen. Naja, immerhin können wir schon mal eine angreifen. Nein! Was ist denn das schon wieder? Aha. Herrlich. So, Moment, ich hab da mal was von Ratio Farm. Das Gesundheitsministerium hat gerade eben beschlossen, an alle Pillen auszuteilen. So. Naurim. Hau das hier mal platt. Sehr gut. Genau das will ich sehen. Und ich hoffe, du machst genau das gleiche. Ach, 50%. Ernsthaft. Du kannst doch nicht so viel schlechter sein. Das hier hat nur 18 noch. Hm. So. 7 noch. Da kommen noch mehr runter. Ja, herrlich. Der ist jetzt hier irgendwie gefangen. Bin mal gespannt, wie lange. Wahrscheinlich für den gesamten Kampf. So wie ich das Spiel kenne. So. Du bist durchgelaufen. Du bist raus. Ah ja. Mach das ruhig noch ein paar Mal öfter. Ich finde das ja sehr, sehr sympathisch, wenn die Viecher so dämlich sind. Aber apropos dämlich. Nein! Ich wollte doch gar nicht angreifen. Ich wollte da hochlaufen. Ach, Mann! Na, Strichball. So. Torgal, mach das hier mal weg. Ernsthaft? Ernsthaft? Eieiei. Wie war das gerade eben nochmal mit dem Gesundheitsministerium empfiehlt, mehr Pillen zu nehmen, ne? So, dass das Licht mal wieder weg ist. So. Zack. Und zack. Du ziehst dich mal hierhin zurück. Jo, 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 jo. Und halt sich mal eine Runde selber. So, Takatis. Ich glaube, der ist wirklich raus. Ich frage mich auch, was ich machen muss. Muss ich die Viecher alle töten oder muss ich da oben rauslaufen? Ich weiß es nicht. Das Spiel kommuniziert ja auch, auch so geil mit einem, ne? Also okay, jetzt ist Zobaran wieder dran. Oh, da könnten wir aber eigentlich jetzt mal so richtig reinheizen. Der Takate, der wird das verstehen. Ach Gott, ja, er verkackt mal wieder einen Zauber. Wunderschön, wunderschön. Ich habe das Gefühl, umso mehr ich töte, desto mehr kommen. Aha. Super. Super tololeole. Ich denke, es ist mal Zeit für eine ungewöhnliche Maßnahme. Sag mal, wie lange ist denn der da drin noch gefangen? Also, es wird auf Dauer lächerlich. So, darf ich jetzt endlich mal einen mächtigen Kampfzauber sprechen? Nee, darf ich nicht.
Es ist unfassbar. Als würde das Spiel quasi es aktiv unterbinden, dass man so etwas tut. So. Erstmal ein Vieh weggemacht. Zorn der Elemente. Darf ich das machen? Hey, das wäre geil. Uiuiui, der hat richtig durchgerockt. Es kommen noch mehr. Huch, aber Takate ist frei. Das ist interessant. Das hatte ich nicht erwartet. Aber ich bin auch nicht böse, dass es soweit ist. Also wir konnten ihn einfach frei prügeln quasi. Ich frage mich echt, wie viele Viecher da noch kommen. Es sind ordentlich viele, muss man schon sagen. Also, man kann sich nicht über zu wenig Spaß beklagen. Darf ich jetzt vielleicht mal... Na endlich! Na endlich, na endlich, na endlich. Für 14. Ach, ernsthaft. Ach, der war gar nicht tot. Ja, muss man wissen. Mach doch nochmal einen Zorn der Elemente. Das hast du gerade so gut gemacht, Mädel. So, einer weniger. So, das Vieh ist eigentlich auch gleich Geschichte. Boah, ernsthaft! Das ist das Gift. Ich muss das Gift irgendwie loswerden. Das macht die Gruppe extrem anfällig. Die werden natürlich immer schlechter. In all ihren Aktionen. So, der hat nur noch 7 Hitpoints. Weg damit. Gut. Ist auch irgendwo noch eine Spinne, die sehr angeschlagen ist. Da oben, die hat noch 16. Ah. Okay, jetzt sieht die Situation gerade eben wieder so ein kleines bisschen anders aus. Wir sollten aber definitiv mal darüber nachdenken, Takate zu heilen. Jo, kleine Heilung Bussi auf die Wange und gut ist. Heile, heile Segen, morgen kommt Regen und so weiter. Der hat noch 10. Komm, stirb! Ich wette, ich muss irgendetwas tun, das Spiel verrät mir das wieder mal einfach nicht. So, der hat noch 8. Moment, Takate. Können wir dir... Ne, können wir nicht. Das kostet 15 ASP. Das lohnt sich ehrlich gesagt gerade eben noch gar nicht. Naja, immerhin 2 gemacht. Hätten ja auch 4 sein können, ne? Ein Versuch war es wert. Noch einer weniger. Ah, sehr gut. Dämliches Vieh. Fällt mir gerade eben echt nichts anderes ein. So, komm, stirb. Na also. Und, ui, ja, das war technisch Overkill, aber sowas von. Auf dich wartet eine besondere Behandlung. Hört, Spinnen mögen Feuer. Überhaupt nicht. So. Ich glaube, da kommt keine Spinne mehr. Habe ich so das Gefühl zumindest. Oder sie trauen sich jetzt einfach nicht mehr. Was ich auch irgendwie nachvollziehen könnte. Geh mal dahin. Kannst ja immer noch angreifen. Dann kommt nämlich der Naurim im Zweifelsfall, aber gar nicht mehr nötig. Gewonnen! Und wieder 100 Abenteuerpunkte. Yippie-yay-yay! Arachne! Ach so, ich wollte noch gucken. Wir haben vorhin irgendwie so eine Waffe bekommen. Die habe ich noch gar nicht angeschaut.
Wo ist sie denn? Nope. Nope. Reißer, Zweihandhiebwaffe. Macht auf jeden Fall eine Wunde. Ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Wir vergleichen mal. 2W plus 4, in seinem Fall plus 5. Macht also 10 bis 20 Schaden, macht 11 bis 21 Schaden. 1, minus 1, minus 2, minus 4, minus 3, minus 3, minus 2. Also seine Attacke würde deutlich leiden. Aber er würde automatisch eine Wunde machen. Wir probieren es einfach mal aus. Was haltet ihr davon? Der Naurim darf vor allem... Irgendwie passt zu seiner Rüstung extrem gut. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal so. So, eine Runde pennen. Und ich beende an der Stelle die Aufnahme. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, liebe Leute. Schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn wir hier weitermachen in den Höhlen von Mokpantohal. Tschüss und Ade!